Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cultures, die Rache des Regengotts. Ja, wir haben letzte Folge den Auftrag abgeschlossen, haben uns die Fährtensuche geholt. Und jetzt folgen wir natürlich der Fährte. Der Fährtenleser führte uns zielstrebig immer weiter nach Süden. Einer Fährte folgend, die nicht einmal unsere besten Jäger zu erspähen vermochten. Dann, während wir Meile um Meile in das bewaldete Herz des Landes vorstießen, kamen wir immer öfter an zerstörten Siedlungen der Rothäute vorbei. Der unbekannte Feind zog eine Spur der Verwüstung hinter sich her, sodass es unsere Herzen mit Kummer füllte. Oft rauchten die Trümmer noch, wenn wir sie untersuchten. Ich spornte die Männer zu größter Eile an. Am siebenten Tag unserer Suche erreichten wir ein Gebiet, in dem die Fremden besonders schlimm gewütet hatten. Ihre zerstörerische Handschrift war uns mittlerweile wohl bekannt. Es herrschte dort eine solche Not, dass ich unsere Suche unterbrechen ließ, um der dortigen Bevölkerung zu helfen. Wohl wissend, damit jede Hoffnung aufzugeben, den Feind noch einzuholen. Dann helfen wir doch mal den Leuten. Was sind unsere Ziele? Hilft der notleidenden Bevölkerung. Geht klar, dafür müssen wir aber erstmal uns... Oh, hier ist es eng. Zumindest da unten ist es eng. Da benutzen wir das bisschen Platz gleich mal für etwas Wichtiges, also Bauernhof. Währenddessen können wir uns gleich mal anschauen, was hier noch so gibt. Ja. Ja, genau. Erstmal wünsche ich euch natürlich noch alles ein gesundes neues Jahr. Ja. Ich habe bei der Vorproduktion gar nicht drauf geachtet, wann jetzt Neujahr war oder beziehungsweise Silvester. Deswegen kommt es jetzt etwas später. Oh, da geht's los. Schon von Weitem konnten unsere Kundschafter das Ausmaß der Zerstörung erkennen. Das Dorf der Rotschwingen war übel zugerichtet worden. Überall sah man Verwundete in ihren zerstörten Zelten. Es schmerzte mich, als das ehemals stolze Volk uns um Hilfe anflehte. Mit einem Handschlag gab ich dem überglücklichen Stammesältesten mein Wort, beim Wiederaufbau zu helfen. Unser vordringliches Ziel war es nun, diesen armen Menschen beizustehen, die so dringend unsere Hilfe brauchten. Doch schwor ich bei Odin, sobald wir einen Weg gefunden hatten, die Spur des unbekannten Feindes wieder aufzunehmen, würden wir es zur Verantwortung ziehen. Zahle den gewünschten Tribut, um den Rotschwingen zu helfen. Okay. So, das ist fertig. Haben wir Zivilisten? Den einen. Bjarni, unser Farmer. Ja. Ja. Wir haben auch. Wie viel Nahrung haben wir noch? 30. Ja, ah, da ist die Lebensammlergrube. Da ist sie ja schon. Können wir da gleich da hinsetzen? Ja, wo war ich gerade? Ach ja, genau, wegen Neujahr. Wie habt ihr eigentlich wie verbringt ihr eigentlich so Silvester? Also bei uns war es ziemlich ruhig, ich habe mit meiner Freundin gemütlichen Abend, wir haben was ganz Leckeres gekocht. Ja, haben dann schön unseren Abend so verbracht. Ja, wen? Da die meisten dann irgendwie immer weggehen oder so oder was, oder hin und her. Ja. Aber da bin ich überhaupt nicht mehr der Typ für. Früher war ich ab und zu weggegangen, Disco oder irgendwas, selten, aber bin ich und heute eigentlich fast gar nicht mehr. Mal ab und zu mal was trinken mit ein paar Freunden, ja. Aber das war's dann auch. Alter, was war das denn jetzt alles? Farmer erfunden und Bauarbeiter. Jawohl. Alles doppelt und dreifach hier.
So, wir brauchen noch einen. Wer ist denn? Holzfäller, das ist das Holzfällerzelt, kann man auch schon bauen. Ach, Torwall, genau. Unser Todi. Der kleine Mann da. Da habe ich ihn gestellt. Jetzt brauchen wir trotzdem noch einen. Kann seinen Arbeitsplatz nicht erreichen. Ja, wo du wieder rumrennst, Jung. Ist ja der Wahnsinn. Müssen wir doch schon mal ein paar Wegweiser bauen. Ja genau, wie verbringt er jetzt so? Schreib's doch mal in die Kommentare. Ja, wo war ich? Ach genau, mit dem Weggehen, ja. Ist nicht mehr. Nicht mehr so meins. Ja, will. Genau. Was haben wir denn hier alles los? Der Bauernhof ist fertig, das ist so fertig. Farmer erfunden, Bauarbeiter erfunden. Möchte Torwall heiraten? Nein. Sören heiraten? Nein. Kann seinen Arbeitsplatz nicht erreichen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Kling. Was willst du eigentlich? Achso, du willst die Mühle bauen. Hungrig ist blöd. Ach, Sören, genau, unser Schwertkämpfer. Den haben wir ja auch noch. Geht schon ab, gell? Leder, wie sieht's mit dem Leder aus? 8. Brauchen wir auch bald ein Jägerszelt. So müde. Er findet den Weg auf Arbeit. Ich geh kaputt. Ach ja. Das wäre echt einmal die Frage, wie wäre das eigentlich, so eine Art zu leben? Kein Strom, nix. Kein fließend Wasser. Also irgendwo wäre es schon mal interessant, aber irgendwo würde man auch ziemlich was vermissen, denke ich mal. Kein fließend Wasser ist natürlich echt heftig. Musste mal rausgehen, musste ein paar Bottiche mitnehmen. Wird schon hart, ne? Was ist denn, Mann? Jungs. Nur 2 Bauarbeiter wird heftig, ne? Wenn ich jetzt einschnell zum... Ich glaube, das muss erstmal so gehen. Mit Wohnzelten. Ja. Genau. Ja. Wo ich halt doch mal schnell ein Wohnzelt. Oder 2. Wie viele Mädels haben wir denn? Mädels? 4. Kleine Wohnzeltsiedlung hier. Wäre halt echt, dass die relativ fix alles haben. Also heute natürlich, jetzt haben wir mit den 4 Zelten jeweils 1 Leder. 6 Leder haben wir noch. Geht gerade so noch auf. So. 1. Ohne Wohnung bitte. 2. Genau. 3 und die Nummer 4 ist die Tornheld. Dazu kommst jetzt du mal her. Suchst den Schneckel. Jetzt pennt der. Ist ja der Wahnsinn. Ja. Such dir mal schnell ein Weib. Da unten. Komm, steh auf. Such dir einen Schneckel. Suchst du auch noch eins? Und wer noch? Muss es noch reichen, oder? Ein Bauarbeiter noch? Hafkrim kommt.
Du hast das Glück, dir jetzt ein Mädel zu suchen. Dafür wirst du nämlich danach auch gleich jemand anders. Ja. Dafür wirst du jetzt schon fahren. So. Jetzt habe ich auch wirklich nur die zwei Bauarbeiter. Das heißt, die ersten paar Jungs und Mädels sollten echt, oder halt. Hafgrim. Du sorgst live für Essen. Ja. 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 So. Wohnzelt fertiggestellt. Sehr schön. Dann heißt jetzt. Jungler machen, komm, 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 go, go. Wir haben doch keine Zeit. Sister, habe ich eigentlich mal geguckt, was die für ein Tribut haben wollen? 65 Nahrung. What the? Also man kann so übertreiben, Jungs, gell? Alter. Krass. Da kann ich locker zwei Farmen machen, also zwei Bäckereien und so. Boah. Oh, fuck you. Öl braucht man da natürlich. Das heißt, ich darf dann so relativ schnell einen Pilzsammler machen, aber die 20 Ölflaschen sollten relativ fix gehen. Ach, siehst du, ich wollte dir was essen lassen. Schicke ich dir wieder woanders hin. Wohnzelt fertig. Sehr schön. Mit meine. Als wir zum Stamm der Waldläufer kamen, bot sich uns ein Bild des Elends. Die Fremden hatten ihnen alles genommen, ihre Felder verwüstet und ihre Wigwams niedergebrannt. Häuptling Wenderuf bat uns dringend um Hilfe, da sein Stamm sonst den nächsten Winter nicht überstehen würde. Auch wenn wir jetzt ein für alle Mal die Fährte der unheimlichen Fremden verlieren würden, war es uns vorrangig den Bedürftigen beizustehen. Mit Odins Hilfe sollten wir einen neuen Hinweis bekommen. Da war ich mir sicher. Zahle den gewünschten Tribut, um den Waldläufern zu helfen. Jetzt wird's aber langsam teuer. 17. Jetzt muss ich aber ordentlich sammeln. Krass. 70 und 65. Ja. Stehen die sich gut gegenüber? Freut. Nicht, dass ich den einen helfe und die anderen sind dann pissig oder sowas. Das wäre natürlich vollkommen blöd. Weißt du, wieso hilft ihr den zuerst? Das muss natürlich nicht sein. Sich dann so zu stressen. Und das, mit den zwei ist das nur das Gebiet, ja. Ist das schon fertig? Nee, da fehlt noch das Leder. Ist er schon dran? Jawohl, das erste Kind ist schon da. Alter, Verwalter. Die wollen Nahrung so haben, würden Leder, Holz und Eisen geben. Doch nicht, dass ich erkämpfen muss. Jawohl, danke. Der habe ich das schon gesagt? Nee. Mist. Wo ist er? Da. Komm, alles erkunden, wenn dann, Digga. So schneller Kundschafter. Ja, will. Ja, will. Das wurde zu dem Auge behalten. Das ist blöd, wenn du mir das sagst. Das heißt, unsere Nahrung geht zur Neige. Zwei Nahrung. Zwei Nahrung. Fuck, ey. Das heißt, die frechen jetzt erstmal alle Büsche weg. Jäger erfunden. Kriegt er da mehr Nahrung rein? Ich hoffe es. Der wird zwar übelst verhungert sein, bis der da oben ist.
Und das letzte Wohnzelt. Ja. Ist der Müller eigentlich mal fertig? Nee. Er hat einfach keinen Bock, oder was? Er ist fast fertig, okay. Den Hammer sehr bald. Gell? So, bam. Müller erfunden, jawohl. Lehmarbeit ist jetzt schon lange leer. Ja, was will ich denn machen? Können leider nicht zaubern. So, kann ich den Brunnen jetzt da hinsetzen? Ich hoffe es. Jawohl. So. Und das muss jetzt ganz, ganz, ganz schnell passieren, Jungs. Ultrast schnell. Und am besten muss der Kleine gleich wach werden. Sonst wird's knifflig. Oh. Wir begegneten den Pokémon das. Wir begegneten den doch Pokémon das, einen blühenden Indianerstamm mit den Weiten einer großen, grasbewachsenen Ebene. Sie hatten am wenigsten unter den Angriffen des unbekannten Feindes zu leiden gehabt und bedurfen unserer Hilfe nicht. Doch ihr Häuptling, flinker Wolf, der unsere Waren sehr schätzt, bot uns Freundschaft, Handelsbeziehungen und mehr an, falls wir ihnen den gewünschten Tribut abliefern würden. Da-da-da-da. Kunde. Nudi. Ja, will? Vorstaut. Jetzt geht er erst noch pennen. Ah! Ist gefahren und kann trainiert werden. Okay. Komm, wach auf, du hast Hunger. Alter, sind das viele. Ist ja der Wahnsinn. Jo. Jo. Ah, so, was wollt ihr denn haben? Irgendwas wollten sie ja, die Pokémon das. 50 Bier. Ob die vielleicht eine Ahnung haben, wo es hingeht, oder was, wie, wo? Das sollten wir auch eigentlich den hier Tribut bezahlen. So viele, so viele Völker auf einer Karte hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Aber alles nur Tribut, nichts hinbringen, das ist schon mal einfacher. Weizen. Haben wir genug, Jungs. Der zweite hätte schon mal anfangen können, den Brunnen zu bauen, Mann. Na komm. Hau drauf auf das Ding. Tack, tack. Sehr schön. Weizen. Haben wir da noch 6? 16 Mehl. Das reicht erstmal. Ja. Ja. Du wirst erstmal Müller. Oder nee, du machst weiter. Müller lassen wir erstmal weg, bis die 17 wirklich. Oh, oh, oh. Da. Ja. Ja. Machen wir erstmal 2 Farmer. Irgendeiner? Steht jetzt nur rum. Achso, ne doch. Dich hatte ich schon zum Müller gemacht. Na, dann bleibst du halt Müller. Ist. Was? Nein, nicht ein Kind. Kinder, die hungrig sind, sind schlecht. Komm, holt das letzte Leder. Ich brauche unbedingt Wasser. Wie sieht's da aus mit Nahrung? Leer. Oh, die kocht zum Glück. Ist das der kleine Junge? Ja. Geh heim, Digga. Gib gleich was zu essen. Wo rennt der hin? Bist du?
Ach, da kommt gerade heim. Ach, da ist was zu essen jetzt. Sehr schön. Und da ist er wieder satt. Zwei Nahrung hat er gleich weggefuttert, der Hund. Wasser, 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 go. Wasser, 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 go. Ja. Wo ist unsere Schlafmütze? Ach, der macht gerade Liebe. Na da. Bisschen mit der Freundin gekuschelt. Und zack, war es zu spät. Da kam schon der Kleine raus. Ich brauch Kinders, Jungs. Kinders. Der muss nur Wasser holen. Der kriegt Mehl von hier unten, ne? Das erste Brot. Achso, der hat ja noch nicht ausgelernt. Der ist jetzt wirklich nur ein Brot. Nein. Hol dein Wasser, komm. Erste Nahrung. Und zack, ist er weg. Es geht so scheiße schnell. Das ist der Wahnsinn. Jo. Okay. Muss erstmal als Träger da rein, dass da immer Zeug drin ist, dass der arbeiten kann. Damit da echt losgeht. Damit wir diese Nahrungsknappheit loswerden. Aber ob das funktioniert, sehen wir erst leider in der nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!